Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geheimakte Tunguska mit Nina. Wie hieß das schon mal? Kalenko, ne? Kalenko. Und wir sind immer noch auf der Suche nach unserem verschwundenen oder vielleicht auch entführten Vater und stehen jetzt vor Olegs Haus, einem Menschen, mit dem ihr Vater kurz vor ihrem Verschwinden Kontakt gehabt hat. Und deswegen klopfen wir einfach mal an und gucken, ob er zu Hause ist. Vielleicht kann er uns ja weiterhelfen. Okay, zumindest haben wir noch eine extra Ansicht für die Tür. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur eine Unterhaltung haben und kommen wohl nicht rein. Dann, was ist das noch gewesen? Das ist nur Nina. Dann, ja, klopfen wir mal. Kannst du nicht? Ach, hier ist nochmal ein Napf. Ein kleines Fressnäpfchen für unsere lieben kleinen behaarten Freunde. Ja. Können wir durch die Klappe? Durch dieses Ding können die kleinen Vierbeiner jederzeit rein und raus. Müssen wir die vielleicht rauslocken? Vielleicht steht ja die Katze oder der Hund auf kalte Pizza. Thunfisch ist vielleicht was für die Katze. Packen wir das doch mal rein. Geht das? Haha. Endlich werde ich mal dieses stinkende Zeug los. Und der kleine schnucklige Vierbeiner freut sich wahrscheinlich sogar noch darüber. Genau. Und vielleicht kommt der gleich raus. Und vielleicht hat er einen Schlüssel um den Hals oder so. Können wir hier noch mehr machen? Ja, das ist eine Klingel. Komm, machen wir das mal. Schöne Klingel. Schön deutlich. Aha. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Oleg Kamborski? Ja. Wieso? Ich bin Nina Kalenko. Ja, und? Ja, also, Sie kennen meinen Vater, Wladimir Kalenko. Und ich dachte, Sie... Ich kenne keinen Wladimir Kalenko. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Das glaube ich nicht. Das war ja nicht sehr erfolgreich. Ich erhoffe mir den großen Durchbruch bei der Suche nach meinem Vater und der Typ lässt mich nicht mal ausreden. Ob ich irgendwas Falsches gesagt habe? Oder vielleicht genau das Richtige? Mhm. Der will von nichts was wissen. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt warten, bis die Katze rauskommt und oder der Hund, je nachdem, was das ist, und da frisst. Vielleicht können wir jetzt beobachten vom Fenster aus. Ich gehe mal in den Hinterhof. Hier zum Fenster nochmal hin. Und wir gucken jetzt mal durchs Fenster, ob die Katze oder der Hund vielleicht zur Tür geht. Der Typ ist hektisch am Telefonieren. Ob das was mit meinem Besuch zu tun hat? Wenn ich doch nur Mäuschen spielen und das Gespräch mithören könnte. Ja, können wir ja vielleicht. Frage ist wie. Das war der Zettel, der Adressbuch, Sonnenbrille. Ich glaube eher weniger. Tja, was mache ich denn mit Oleg? Können Oleg anwählen und den Napf. Warum können wir von hier aus den Napf da anwählen? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Sie möchte Mäuschen spielen. Tja. Ich glaube nicht, dass wir von hier aus jetzt... Was ist das denn? Ja, die Plastiktüte. Die haben wir ja auch noch. Stimmt. Und den Besenstiel. Das Handy... Probier gerade einfach mal ein bisschen drum. Bisschen stumpf, ich weiß, aber... Können wir der Plastiktüte irgendwas machen? Ich habe die Öffnung der Tüte mit dem Eimerhenkel verstärkt. Mhm. Jetzt haben wir eine verstärkte Plastiktüte. Noch ein bisschen Klebeband rum? Ja, das sollte halten. Jetzt haben wir einen Kescher. Wollen wir die Fische aus dem Aquarium cachen? Und wenn ja, warum? Moment. Was wollen wir jetzt mit... Wollen wir die Katze fangen? Echt? Moment mal. Ein improvisierter Kescher. Ja, das habe ich schon verstanden, dass wir jetzt einen improvisierten Kescher haben. Den Eindruck hat er etwas zu verbergen oder ist er chronisch unfreundlich? Okay, ich probiere mal was. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich mit dem Kescher vor der Tür... Da ist tatsächlich die Tür, die Katze. Können wir die einfangen? Wie gemein wäre das denn? Nee, geht auch nicht. Hallo Katze. Katzen. Kleine haarige Biester, die entweder schlafen oder fressen. Hallo, Katzen sind toll. Aber wir können sie leider nicht einfangen, ne? Das wäre sehr lustig gewesen. Ja, was machen wir jetzt mit der Katze? Klebeband reinhauen.
Nein. Zettel umhängen? Nein. Sonnenbrille aufsetzen, Handy, eine Radspeiche reinstecken, ist auch nicht so das Beste vielleicht. Salz, ist auch nicht. Was machen wir jetzt mit der Katze, verdammt? Soll ich nochmal klingeln? Kann mir kaum vorstellen, dass der mir nochmal die Tür aufmacht. Was bringt uns, dass wir für die Katze rausgelockt haben? Die Pizza. Holt die mit Dip jetzt wieder? Lecker. Kalte Pizza mit stinkendem Thunfisch. Können wir jetzt vielleicht Salz draufschütten, dann kriegt die Durst. Sobald die Katze das versalzene Zeug gefressen hat, wird sie sich zur nächsten Wasserquelle aufmachen. Wenn ich irgendwas mit der Katze anstellen will, sollte ich das also vorher machen. Aha, sie wird zur nächsten Wasserquelle gehen, die Katze. Das heißt, das wäre der Schlauch da hinten. Das heißt, dann gehen wir zum Gartenschlauch. Und können da vielleicht den Kescher vorbereiten. Kann ich das aufdrehen? Dieser Kamburski scheint Hobbygärtner zu sein. Selbst. Ja, ich könnte jetzt irgendwo Wasser vielleicht dran. Warte mal, kann ich. Nee, das kann ich ja wohl schlecht machen, ne? Gartenschlauch. Ich habe gerade überlegt, ob ich. Ja, wir wollen, dass die Katze zur nächsten Wasserquelle läuft. Aber ich sollte die Katze vorbereiten, sagt sie. Was mache ich denn da jetzt mit Kescher? Ich könnte natürlich mal eben zurück zur Wohnung und versuchen, was mit den Fischen zu machen. Versuchen wir das mal. Moment. Wenn wir jetzt hier hin. Können wir den Kescher mit den Fischen benutzen? Mit dem Aquarium? Nein, können wir nicht. Das geht nicht, ne? Nee. Will er auch. Will sie auch gar nicht. Dann. Was machen wir denn mal? Wie kommen wir denn, Olex? Also, was machen wir denn? Da ist doch ein Eimer. Kann man den jetzt nehmen? Ist jetzt leer oder was? Ohne Griff kann ich den schlecht tragen. Einige Kollegen von mir würden sagen, das geht so nicht. Das funktioniert so nicht. Das kann ich so nicht machen. Sie spricht von anderen Adventure-Charakteren. Ist das geil? Also, das ist schon Hammer. Das, teilweise, also der Humor ist super. Der ist echt super. Ja. Komm, also wir fahren jetzt noch mal zu Olegs Haus. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den wir gerade haben. Was mache ich jetzt verdammt nochmal mit der Katze? Telefonzelle. Soll ich die Telefon... Ah! Ich könnte die Telefonzelle zuknallen und die Katze da einsperren, aber bringt das was? Den Kescher... Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als noch nicht jeder ein Handy hatte. Ja, ich habe nur gedacht, vielleicht könnte man dann die Telefonzelle als Käfig benutze für die Katze. Aber warum? Ist die Katze doch da? Sie ist noch da. Ich sollte sie präparieren, hat sie gesagt, bevor ich da jetzt Salz raufkipp. Aber was soll ich denn mit der Katze anstellen? Sonnenbrille aufsetzen. Handy ranstecken. Was? Ich müsste das Handy irgendwie an der Katze befestigen. Warum? Nun kann ich mir das Handy an die Backe kleben. Wir kleben das Handy an die Katze. Die Aufnahmefunktion des Handys ist aktiviert. Ein ganz seltenes Exemplar des europäischen wandelnden Diktiergeräts. Jetzt müsste ich die Katze nur noch irgendwie dazu bringen, in die Küche zu laufen. Also das ist ja mal total krank. Das hatte schon Monkey Island-Ansprüche hier, das Rätsel. Das dürfte unsere kleine Miezekatze ganz schön durstig machen. Ja, dann hau mal rein. Wunderbar, es hat geklappt. Oleg telefoniert noch und die Katze wird noch einige Zeit trinken. Und hoffentlich das Gespräch aufzeichnen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Mhm. Ja, und nun sind wir hier fertig, oder was? Was? Ja, wie kommen wir jetzt an die Katze wieder ran? Können wir jetzt nochmal klingeln, oder wie? Das wieder mit? Lecker. Nee. Klingel? Kann mir kaum vor.
Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir halt warten. Durch dieses Ding können die kleinen Vierbeiner... Ja, das weiß ich selbst. Wie kriegen wir jetzt unser Handy wieder? Die Katze muss ja wieder rauskommen. Vielleicht muss ich jetzt beobachten. Die Katze hat das Gespräch aufgezeichnet. Jetzt muss ich sie nur wieder aus dem Haus kriegen. Ja, genau. Das ist halt das Problem, was ich jetzt gerade habe. Ich habe nichts mehr zu essen bei mir. Mit dem Gartenschlauch? Ich spritze die Katze durchs Fenster nass. Dieser Kamburski scheint Hobby. Nee, das hat wohl keinen großen Sinn. Wie mache ich denn das jetzt? Wie kriege ich denn die jetzt wieder rausgelockt, verdammt? Wie kriege ich jetzt die Katze wieder raus? Klingeln darf ich nicht. Sie trinkt jetzt und trinkt jetzt und trinkt jetzt. Ist ja schon gemein, was wir mit der Katze alles da anstellen, ne? Können wir Sonnenbrille mit Nina? Ich kann nicht behaupten, dass die Sonne mich übermäßig blendet. Und mir ist derzeit so ganz und gar nicht danach, tierisch cool zu sein. Schön. Ja, was war das auch mit dem Zettel? Auf dem Zettel steht eine Nummer. LA60 AK19 AL. Ach so. Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem. Ursprünglich waren drei auf der Rückseite. Ja, okay, das hatten wir alles. Ja, wie kriege ich jetzt die Katze wieder aus dem Haus gelockt? Kann ich irgendwas durch die Katzenklappe stecken, was sie vielleicht ermutigt? Also einsammeln willst du das Stück Pizza gar nicht mehr, ne? Nee. Bleistift. Das ist alles nichts, was eine Katze jetzt interessieren würde. Ich könnte natürlich jetzt auch versuchen, mit dem Kescher die Fische zu holen. Ist hier noch was Neues? Nö, Telefonzelle. Wir können kurz zum Museum und wieder zurück vielleicht. Ist hier was Neues passiert? Nein, da ist definitiv nichts. Ich gehe nochmal kurz zu Oleg. Katze ist nicht mehr draußen. Das bedeutet, wir müssen irgendwie... Ja, muss ich doch jetzt die Fische da holen. Halt. Viele schöne und stumpf glotzende Fische. Ja, genau. Und wenn du jetzt den Kescher nimmst. Wozu bauen wir denn einen Kescher, wenn du das nicht machen willst? Wir haben doch jetzt einen Kescher. Hol dir die Fische. Das findet die Katze bestimmt toll. Viele schöne und stumpf. Okay, das will sie nicht. Wie kriegen wir die Katze denn jetzt da rausgelockt wieder? Das möchte ich eigentlich ganz gerne in diesem Part noch schaffen, aber ich weiß nicht wie. Habe ich hier noch irgendwas in dem Raum? Kleiderschrank, ist da noch was drin? Mal kurz gucken. Schon erstaunlich mit wie wenig. Ach, das war das. Spalt. Mehr ist hier nicht. Ja, dann sind wir hier schon wieder durch. Ist hier noch was in der Mülltonne? Da ist nur noch stinkendes und vor sich hingammelndes Zeug drin. Da fasse ich bestimmt nicht nochmal rein. Na gut. Dann müssen wir ja doch bei Olegs Haus irgendwie weiterkommen. Das ist ja alles nichts. Wie kriege ich jetzt verdammt nochmal die Katze da rausgelockt? Ich kann nochmal zum Hinterhof gehen. Aber hier ist sonst nichts. Ne? Nur der Gartenschlauch. Und das Szene beobachten. Da kann ich nichts mit dem... Ich kann da auch nicht irgendwie was kombinieren. Ich kann nur gucken. Und wenn ich jetzt hier bin und gucke. Katze. Die Katze hat das Gespräch aufgezeichnet. Wie soll ich die jetzt... Ja. Kann ich sie irgendwie... Mit Ausnahme von diesem Oleg sagt mir keiner der Namen irgendwas. Ja. Und so kann ich das auch nicht, ne? Nee. Kann ich die jetzt irgendwie mit der Radspeiche... Oder Scherbe. Ich komme ja so nicht an die Katze. Das wollte ich gar nicht. Also mit dem Kescher kriege ich sie nicht rausgelockt. Und ist der Oleg. Der Oleg ist weg, sehe ich gerade. Es ist nur noch die Katze. Oh, das sind zwei Sachen. Der Napf. Fress- und Wassernapf für das Haustier mitten in der Küche.
Und mit dem Napf. Kann ich irgendwas mit dem Napf machen? Das Umstupsen? Sonnenbrille, Anhänger, Katze. Wie kriege ich denn verdammt nochmal die Katze jetzt da rausgelockt? Ah, ich könnte mein Handy. Ah, ich Idiot. Telefonzelle. Wenn ich jetzt mein Handy anrufe, kriegt die Katze bestimmt Angst. Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als noch nicht jeder ein Handy hatte. Ja, aber du solltest jetzt bitte die Telefonzelle benutzen. Also normalerweise müsste sie doch auf die Idee kommen, wenn wir jetzt die Katze anrufen. Mal sehen, wie die Katze auf meinen Vibrationsalarm reagiert. Genau. Sehr gut. Na toll. Die Katze sitzt auf dem Baum und mein Handy ist in einer Astgabel hängen geblieben. Ja. Wie soll ich da jetzt rankommen? Mit einem Kescher. Da ist das Handy, ne? Da. Das machst du mit dem Kescher. Und dann haben wir unser Handy wieder und können uns das Gespräch anhören. Klappt doch. Wir erreichen noch ein bisschen was. Sehr schön. Finde ich gut, die Rätsel hier. Das könnte klappen. Aha. Tada. Wunderbar. Wollen wir mal hören, ob mich das aufgezeichnete Telefongespräch von diesem Oleg irgendwie weiterbringt. Kalenko, aber ist jetzt nicht mehr da. Nein, Tunguska wurde nicht erwähnt, aber dazu gab es auch gar keine Gelegenheit. Ja, ich denke nur, dass man sich dringend um die Angelegenheit kümmern sollte. In Ordnung. Sie melden sich dann also wieder. Bis später. Sehr ergiebig war das ja nicht. Also, was haben wir denn jetzt? Irgendjemand soll sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern. Hoffentlich bin ich nicht diese Angelegenheit. Außerdem noch irgendwas mit Tunguska. Da stand ja auch schon was in der Mail an diesen Oleg. Ich sollte vielleicht Max später mal danach fragen. Ja, wir wissen jetzt auf jeden Fall, denke ich, dass dieser Oleg nicht unbedingt ein Freund von ihrem Vater sein kann. Also, er wollte jedenfalls nichts Gutes von ihm. Ich denke mal, er wollte ihren Vater benutzen. Wir gucken mal zum Museum, ob vielleicht der Max Gruber gerade da ist. Max Gruber meinte, er wäre erst gegen Abend wieder im Museum. Ich sollte die Zeit nutzen, um mal ein paar Stunden zu schlafen. Ja. Wenn mich meine weibliche Intuition nicht täuscht, könnte ich das sonst bitter bereuen. Ja, kommen wir jetzt in Ihre Wohnung. Ups. Haben Sie, was ich wollte? Noch nicht. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und Kalenko? Auch da noch nichts. Wir werden wohl andere Optionen in Betracht ziehen müssen. Was Sie machen, ist mir egal. Solange das Ergebnis stimmt. Enttäuschen Sie mich nicht. Geil. Komisch. Ich fühle mich ständig verfolgt. Selbst als ich vorhin nach Hause gekommen bin, war ich ganz kurz der Meinung, das Gesicht von diesem Kanski am Fenster gesehen zu haben. Naja, wahrscheinlich spielen meine Nerven einfach verrückt. Hoffentlich hat Max was von meinem Vater gehört. Das war die deutsche Synchronstimme von Hannibal Lecter, also von Anthony Hopkins. So, also die haben mir echt super Stimmen aufgefahren, das muss man echt sagen. Hammer, hammer geil, da kann man sich echt nicht beschweren. Wir gehen mal rein ins Museum. Und gucken mal, ob es hier was Neues gibt. Und ja, wahrscheinlich müssen wir direkt zu Max Gruber. Allerdings ist der Part fast vorbei. Also große Gespräche können wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr führen. Dürfte ich nochmal ins Büro? Ich guck mal eben. Darf ich sogar? Dann gucken wir uns doch hier nochmal eben kurz um, ob hier irgendwas ist, was Neues. Sieht nicht danach aus. Die Münze haben wir auch noch nicht gefunden. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, es lohnt sich, glaube ich, nicht groß, diesen Gespräch anzufangen, aber wir gehen mal rein. Hallo, kann ich kurz stören? Sie stören nicht, ganz im Gegenteil. Hat sich Ihr Vater gemeldet? Nein, leider nicht. Und ich bin gestern Nacht auch noch überfallen worden. Überfallen? Ist Ihnen was passiert? Nein, keine Sorge. Aber da muss es ja wohl doch um einiges gehen. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was das sein könnte? Nein, ich... Er war in den letzten Tagen etwas gestresst, aber das kam bei ihm schon mal vor. Im Nachhinein könnte man dann natürlich alles Mögliche reininterpretieren. Aber wirklich auffällig? Nein, eigentlich nicht. Schade. Sie haben mir doch gestern Abend Hilfe angeboten. Gilt dieses Angebot noch? Aber selbstverständlich. Ich heiße übrigens Max. Nina, aber das wissen Sie. Das weißt du ja. Also, dann schieß mal los.
Gut, wir haben jetzt reichlich Gesprächsoptionen. Ein bisschen was machen wir und den Rest machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Fangen wir mal mit Oleg an. Sagt dir der Name Oleg Kamborski was? Kamborski? Oleg Kamborski? Nein, gar nichts. Sollte es? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Das war jetzt sehr, sehr merkwürdig, weil er sagt ihm was, der Name. Sonst hätte er ihn gar nicht so komisch betont. Diesen Zettel habe ich in den Unterlagen meines Vaters gefunden. Sagt dir das was? LA60AK19AL. Hört sich an wie eines unserer Ausstellungsstücke. Was soll damit sein? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. So spontan leider nicht, aber ich kann das gute Stück ja mal holen. Der Zettel mit der Beschreibung des Diadems fehlt, aber den hast du dann wohl gerade in der Hand. Mehr weiß ich darüber leider auch nicht. Vielen Dank. Kann ich mir das mal in Ruhe anschauen? Klar, aber vergiss bitte nicht, das später wieder zurückzulegen. Dein Vater reißt mir sonst nämlich den Kopf ab. Wenn er das noch kann. Hey, hör auf mit solchen Gedanken. Wir werden ihn schon finden, versprochen. Ja, hoffentlich. Es muss einen wichtigen Grund geben, dass mein Vater den Zettel mit der Beschreibung des Diadems zu Hause aufbewahrt hat. Aber welchen? Und was ist das mit der wahren Prinzessin? Er hat mich manchmal so genannt. Ob das irgendeine Nachricht ist, mit der ich was anfangen können sollte? Denk nach, Nina. Und denk schnell. Ja, okay, den Rest werden wir dann beim nächsten Mal mit Herrn Gruber oder auch Max, wie wir ihn jetzt nennen, bequatschen. Und ja, ich denke, zum Reinschnuppern war das schon mal ganz angemessen heute. Und ich finde, die ersten 4 Folgen machen Hunger auf mehr. Zumindest geht's mir so und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen angesteckt habe. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.